Moin und willkommen zurück zu Let's Play Ys in der Chronicles Plus Version. Und weil es so schön war, dachte ich mir zum Beginn der Folge, lassen wir uns ein drittes Mal fangen. Und? Wann kommt er? Da kommt er. Benutze deinen Kopf, Mann. Ich liebe es, Wände einzureißen, aber ich bin nur ein Mann. Also halte dich vom Ärger fern. Ja, warum habe ich das nochmal gemacht? Zum einen haben wir sowieso den Weg, den wir hier nochmal hochlaufen müssen, weil wir was verpasst hatten. Zum anderen aber, wenn man das hier dreimal macht, dann bekommt man auch ein Achievement für die Leute, die Achievements sammeln. Zumindest gibt es diese Achievements in der Steam-Version des Spiels. Und ich hoffe, ich bin jetzt den richtigen Weg gelaufen. Das sehen wir gleich. Hier müsste es noch einen Abschnitt geben, in dem wir noch nicht waren. Genau, das ist er. Hier stehen so ein paar Typen Wache und hier gibt es noch ein paar Truhen, die wir öffnen können. Einen mit einer Heilpotion, die benutzen wir gleich auch. Dann gibt es hier den Evil Ring, den brauchen wir auch noch. Der hat erstmal keinen Nutzen, aber an einer bestimmten Stelle brauchen wir ihn, um mit der Story weiterzumachen. Und es gibt nochmal einen Spiegel, den können wir auch benutzen, um Monster hier einzufrieren. Das dürfte gut sein, wenn wir die umgehen wollen. So, die benutzen wir kurz, weil es hier sowieso eine neue gibt. Und dann geht es wieder zu dem Raum, in dem... Na, irgendwie habe ich Kabelsalat und ziehe mein Mikro richtig gegen. Moment. Okay, Verzeihung. So, genau, jetzt gehen wir wieder in den Raum, wo die Falle war und da können wir jetzt mit dem blauen Halsband, das wir hier haben und was ich jetzt auch ausrüsten werde, durchgehen. Der Weg müsste eigentlich relativ schnell gehen. Denn so viele Gegner sind hier ja erstmal nicht auf dem Weg. Hier durch, hier rum, darunter, hier rum. Hier war ja nochmal der alte Mann in seinem Versteck. Und was man generell sagen kann, was man hier vielleicht schon gesehen hat, man wird in diesem Turm sehr viel hoch und runter gehetzt. Das ist also nicht das letzte Mal, dass wir irgendwie nach unten geschickt werden, dann wieder versuchen hochzugehen und dann wieder den Weg runterlaufen. Dadurch kommt hier dann auch sehr viel Zeit zusammen. Und der Turm an sich ist halt auch sehr hoch. So, jetzt müssen wir hier drüben durch. Und dann sind wir auch schon fast wieder bei der Falle. Genau, hier ist die. Und jetzt mit dem Halsband kommen wir durch. Und wir kommen wieder in diesen Bereich und hier möchte ich die Zeit kurz nutzen, um mich gleich vor der nächsten Tür kurz zu regenerieren. Genau, und jetzt können wir hier rein. Und hier sehen wir schon, hier sind scheinbar neue Gegner unterwegs. Da sehen wir nochmal Dory, dann reden wir mit ihm doch mal. Mal gucken, was er zu erzählen hat. So ja, ich bin Stogie. Mal wieder rette ich deine Haut. Sieht so aus, als hättest du ein Talent dafür, in Ärger zu geraten. Aber zumindest tust du etwas, schätze ich. Also habe ich was, möchte ich dich was fragen. Was zur Hölle machst du überhaupt in diesem Turm? Und wir erklären ihm, warum wir hier sind. Okay, also bist du hierher gekommen, um irgendwas zu bekommen und hast dir mehr eingehandelt, als du ausgehandelt hast. Ich verstehe. Schön zu hören, dass es Goban gut geht. Das ist zumindest etwas.
Er und die anderen sind wahrscheinlich sehr um mich besorgt. Hast du Raba getroffen? Er ist ein alter Freak, aber... ich schulde ihm mein Leben. Ich war von den Monstern festgesetzt und hatte keine Möglichkeiten mehr, als er plötzlich unversteckt, als er plötzlich den Zauber von sich aufhob und meine Haut gerettet hat. Ich helfe ihnen, den Turm auszukundschaften, um den Gefallen zu erwidern. Kann ich genauso gut machen, weißt du? Ich meine, ich bin hier. Und ich hasse es, einen Ort zu verlassen, bevor ich ihn auseinandergenommen habe. Okay. So, jetzt natürlich die Frage, wo gehen wir als erstes und am besten hin? Ich glaube, diese Etage... Hahaha, ich weiß nicht, ob ich da durch möchte. Das könnte den sicheren Tod bedeuten. Und die machen auch ordentlich Schaden hier. Dann schaue ich erstmal in die Richtung. Ah, aber da ist eine bewachte Truhe. Das könnte natürlich bedeuten, dass da etwas von unserer Ausrüstung drin ist. Dann versuchen wir das gleich. Aber erstmal benutze ich dann, glaube ich, den Heilring, damit wir uns hier nochmal hochheilen können. Der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Und hier sehen wir schon, wie da nervig das sein kann, wenn hier Gegner die ganze Zeit respawnen. Ich komme nicht wirklich dazu, mich hier hochzuheilen. Das heißt, hier mit Gewalt durch. Ich möchte auch nur an die Truhe und dann wieder verschwinden. Und hier bekommen wir erstmal unser Silberschwert wieder. Das Wichtigste von der Ausrüstung, die wir verloren haben. Dass wir auch sofort ausrüsten werden. Genau, den nehmen wir noch mit und dann gibt es ja scheinbar nur den Weg hier wieder nach draußen. Das ist aber auch in Ordnung, hier kann man schnell hochheilen. Und dann kommt man in die nächste Etage. Genau, wir können auch noch kurz die Chance nutzen, um das Spiel zu speichern. Und wie man sieht, wir sind hier schon in der 8. Etage. Also wirklich ein riesiges Ding. Zumindest verglichen mit den Verliesen, die wir vorher gesehen haben. Und da kommt man wieder nach draußen. Da kommt man zu einem Boss. Ah, okay, der Boss war das. Der ist interessant, aber den schaffen wir. Ja, man muss hier einfach nur aufpassen, dass man den Sicheln ausweicht. Genauso sollte man das nicht machen. Und immer wenn er die geworfen hat, kann man hier versuchen, zwei, drei Treffer reinzusetzen. Ui, ich schlage mich gerade aber nicht so gut. Gut, dass wir gerade nochmal gespeichert haben. Aber eigentlich sollten wir den besiegen können. Genau, da ist er besiegt. Das füllt uns nochmal die HP auf und hier bekommen wir zum einen eines der Bücher und das andere dürfte eines unserer Ausrüstungsgegenstände sein. Nein, wir bekommen einen Hammer. Irgendwofür konnte man den auch noch gebrauchen. Ich weiß nur gerade nicht mehr genau wofür. Naja, werden wir schon rausfinden. Genau, da möchte ich erstmal hier durchgucken. Hier ist gar nichts. Dann gibt es nur da rechts den Weg. Ja, ich glaube, mit dem Hammer konnte man irgendwelche Säulen einreißen. Das kann aber sein, dass das nur funktioniert, wenn man vorher was erledigt hat. Also steige ich hier erstmal durch den Turm weiter. Hier ist nochmal eine Truhe, wahrscheinlich wieder mit unserer Ausrüstung. Ja, hier bekommen wir unseren Silberschild, den werden wir auch direkt ausrüsten. Huch, was machen denn die Statuen? Das hatte ich ganz vergessen. Aber
wahrscheinlich ist es das Beste, hier einfach rauszugehen. Genau, dann tun die auch nicht mehr viel. Hier sind nochmal Gegner aufgetaucht. Ja, ich nutze kurz die Chance, hier vorne nochmal rauszugehen und mich nochmal zu heilen, bevor man vielleicht hier lang guckt. Ah, hier ist sowieso nur eine Sackgasse. Okay, kurz hochregenerieren. Sicherheitshalber nochmal speichern. Das ist wirklich das Beste, was ich euch hier in diesem Gebiet empfehlen kann. Speichern, speichern, speichern. So, das reicht an Regeneration. Und die Statuen machen da jetzt Party. Okay, und hier geht es noch weiter nach oben. Früher oder später werden wir wohl in eine Sackgasse kommen, wo die uns erzählen, wo und wie man den Hammer benutzen kann. Komm her, mach keinen Stress. Ach, dann bleib halt da. Hier kommen wir nochmal raus und hier unten. Vielleicht finden wir ja nochmal eine Truhe, das wäre ganz nett. Die Etagen werden komischerweise auch immer größer, obwohl wir immer weiter nach oben zu im Turm kommen. Und hier wird es auch langsam ein bisschen unübersichtlich. Ui, das kann ganz schnell gefährlich werden, wenn man hier irgendwie festgesetzt wird. Okay, hier überall war nichts. Das heißt, entweder gehen wir als erstes hier raus. Und schauen, ja, das machen wir auch. Und schauen, wo es hier jetzt weitergeht. Kann man nochmal schnell hochheilen. Die andere Treppe gucken wir uns später an. Ah, wen haben wir denn hier? Erdöl, ich bin's, Luther Gemmer. Ich habe mich mit Rabo versteckt, aber die Monster haben uns gefunden. Ich habe es geschafft, wegzukommen, aber habe mein Bein stark verletzt. Oh, mach dir keine Sorgen. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich muss es nur eine Weile entlasten. Ich habe vom alten Mann gehört, dass ein junges Mädchen in den... Ah, ich weiß nicht, ob das Überhang heißt. Ich nenne es jetzt erstmal Überhang, gebracht wurde. Mir gefällt das Ganze nicht. Bitte, Adel, gehe und rette sie. Jo, werde ich machen. Ja, und er sagt es uns nochmal. Ich glaube, diesen Ort muss man sich auch merken. Später müssen wir hierhin nämlich nochmal zurückkommen. Ah, könnte es sein, dass man hier den Hammer benutzen kann? Ich rüste den einfach mal aus und schau, was passiert. Nee. Nope. Nope. Aber scheinbar kann man... Ah, ein Hammer. Sieht so aus, als könnte er alles Mögliche zerbrechen. Ah, hier ist die Säule, die man zerbrechen kann. Das musste man, glaube ich, auch machen. Und jetzt, wo sind wir hier? Ah, wir sind wieder hier. Nein, nein, nein! Och, Mann! Ja, ich habe es vorhin noch angesprochen. Das kann ganz schnell gehen. Aber immerhin... Ach, hier sind wir. Genau, von hier aus können wir jetzt wieder hochgehen. Ja, hätte ich doch bloß noch mehr gespeichert, dann hätten wir das hier nicht verloren. Aber im Schnelldurchlauf dürften wir ja jetzt wieder dahin kommen, da wir ja hier wissen, dass wir erstmal nicht nach unten gehen müssen. Sondern direkt hier lang. Ah, und hier kann ich dann direkt wieder nach der Stelle mit dem Hammer suchen. Und direkt gefunden. Schick. Ich weiß nicht, ob man hier alle zerstören muss, aber die eine Säule muss man, glaube ich, auf jeden Fall zerstören. Und jetzt können wir hier nochmal kurz durch den Text gehen.
Genau, dann rüste ich hier wieder den Anhänger aus, dann speichere ich auch ganz schnell nochmal. Und dann möchte ich zumindest noch bis zu der einen Tür zurücklaufen, vor der wir vorhin schon standen. Das heißt, ich heile mich hier auch nochmal schnell hoch. Einfach damit wir dann in der nächsten Folge von dort aus direkt weitermachen können. So voll. Und jetzt hier nicht wieder in der Ecke hängen bleiben. Lieber hier gezielt ein paar Treffer einstecken. An dem können wir vorbei, da können wir vorbei. An dem gehen wir auch vorbei. Und hier in dieser Etage geht es dann das nächste Mal für uns weiter. Hier scheint es auch gar nicht so viel zu geben. Nee. Ja, ich beende das Spiel dann einfach an dieser Stelle. Das nächste Mal gehen wir wieder auf den Flur und schauen, was wir da erledigen können. Also bis dann.